10 Jahre die Geissens. Carmen und Robert nehmen uns mit in ihre Vergangenheit und öffnen das ganz private Fotoalbum. Das war im Hotel de Paris, im Eingang. Ja. Zur Taufe. Genau. Der schönste Moment in meinem Leben, als der Robert mich gefragt hat, ob wir heiraten. Das erste Mal nach 12 Jahren und 10 Monaten. So. Der zweite, also auch der schönste Moment meines Lebens, logischerweise die Geburt meiner beiden, die Schwangerschaft erstmal, die zweite Hochzeit, viele wunderschöne Geburtstage, die der Robert mir als Überraschung ermöglicht hat. Also es gibt wahnsinnig viele schöne Momente natürlich in meinem Leben. Ich bin ja auch nicht mehr von gestern. Wir sind zusammengekommen, als ich 16 war und er 17. Wie war das? Könnt ihr euch daran erinnern? Ja, natürlich können wir uns daran erinnern, sehr gut sogar. Also ich Warum sagst du wir? Du kannst doch nur von dir reden, du kannst doch nicht von mir reden. Ja, genau. Also rede. Okay, also wir haben uns irgendwo mal in Weiden getroffen. Aber ich habe ihn nicht wirklich gemocht. So, also, das war auch toll. Da war ich aber, da war ich, glaube ich, ja, gerade 16 geworden. Dann noch 15. Und dann haben wir sehr viel Zeit verbracht. Und dann sind wir sogar einmal schwimmen gegangen. Und ich glaube, als ich dann ins Wasser gesprungen bin, war es um ihn geschehen. Und dann ging das weiter bis Silvester. Du sollst doch nicht alles erzählen, Carmen. Und Silvester war es dann, dann fand ich den auch irgendwie gut. Ich weiß auch nicht warum. Also optisch fand ich ihn immer schon sehr attraktiv, weil er war ein super, super Typ. Also obwohl ich eigentlich nicht auf blond stand, er war der Einzige. Der sah so ein bisschen so beachmäßig aus und war halt anders als die anderen. Und, dann war es passiert. Der Rest ist Geschichte, sitzen heute immer noch hier. Genau. Und mittlerweile, glaube ich, ganz lange schon. Ne? Wie lange ist das her? Ach, 39. Ach du Scheiße, wie lange muss ich noch? Ja, keine Ahnung. So kennen wir dich, lieber Robert. Immer cool bleiben. Aber ein paar Mal haben wir dich schon erwischt beim Weichwerden. Aufgepasst, hier kommt Romance Robert. Mir kann eigentlich gar nichts passieren, egal wie hübsch die Frauen sind. Ich habe ja schon eine dabei. Oh, Schatz. Das war aber süß. Schleimig, schleimig. Jetzt können Sie Augen aufmachen. Ja. Überraschung. Wir sind in Venedig. Ja, siehst du. Robert, spinnst du? Ich glaub's. Yes. Bist du wahnsinnig? Oh, ich lieb dich, Schatz. Ja, was soll die Frau auch anders sagen? Bei der Bude, die ich gemietet habe, muss ja sowas aus dem Mund kommen, ne? Normal. Der Robert weiß einfach, wie man seine Frau auf Händen trägt. Auch in Sachen Timing können wir nur von dir lernen. Klar, weil sich natürlich, wann mal wieder eine Geste anliegt, ist ja meistens der Geburtstag oder Weihnachten. Und ansonsten für alle romantischen Erfahrungen ist sonst Carmen zuständig. Romantik ist Carmens Spezialgebiet und auch Überraschungen. Die mag Robert ja nicht so gerne. Las Vegas 2012. Hier wird Robert gleich im ganz großen Stil überrascht. Wo ist denn jetzt hier die Überraschung? Ja, warte! Ich sehe jetzt hier nur einen Springbrunnen, Bäume, Eiffelturm. Jetzt warte doch mal, lass mich doch mal überraschen. Olivenbäume oder was immer das darstellen soll. Aber keine Überraschung. Schatz, glaub es mir, du wirst aus den Stiefeln fallen. Wenn so du schon eine Überraschung hast. Da. Also grundsätzlich bin ich ja für Überraschungen überhaupt nicht zu haben. Das mag ich nicht. Es wird dir mit Sicherheit gefallen. Hi! How are you? Was hat der denn genommen? Ne? Der hat aber irgendwann eingeschmissen, was in Deutschland verboten ist. Und jetzt geht's mit Vollgas in die Überraschungshölle für den geplagten Robert. Romantikerin Carmen ist das damals ziemlich egal. Heute sieht sie das schon etwas anders. Der Robert ist kein wirklich Romantiker, der das der Öffentlichkeit gerne zeigt. Das ist unheimlich schwierig. Und die romantische Ader, die haben wirklich nur, die habe ich, ich glaube, am meisten in der ganzen Familie. Falling in love. Ist der verstrahlt? Ist das hier für ein Verein? Wir sind heute an diesem ganz besonderen Tag
hier zusammengekommen, weil ihr beide euer Eheversprechen erneuern möchtet. Und mir ist es nun eine große Ehre, Folgendes zu verkünden. Mit der mir vom Staat Nevada verliehenen Kraft meines Amtes als Minister erkläre ich euch beide erneut und nach wie vor zu Ehemann und Ehefrau. Herzlichen Glückwunsch und Robert, du darfst deine reizende Frau küssen. Wir gehen jetzt 39 Jahre schon gemeinsam durchs Leben. Und Robert, ist das nicht schön? Sehr schön. Du musst sagen, ja, das ist nicht schön. Neu. Ich kapier's nicht. Das ist der Gag. Ich kapier's aber nicht. Robert, wenn ich doch zu dir sage, wir gehen 39 Jahre durchs Leben gemeinsam, ist das nicht schön? Dann sagst du, ja, da hast du recht, das ist nicht schön. Weil du sagst doch sonst immer, wie lange muss ich noch? Das ist dasselbe wie lange muss ich noch? Einer der glücklichsten Momente für das Paar ist im Jahr 2003. Sie erwarten ihr erstes Kind. Das ist super schön. Das ist eins meiner Lieblingsbilder mit dem. Ja, das ist schön. Das ist sehr schön. Das müsste man ganz groß ziehen. Carmen, schwanger mit Davina. Das ist nun schon 18 Jahre her. Als sie ihre erste Tochter bekommen, ist Robert 39 Jahre alt und Carmen 38. Bald darauf folgt Shania. Am Anfang war es halt eben sehr, sehr stressig. Für mich alleine, ich hatte keine Nanny, ich wollte keine Nanny haben, weil ich finde, Menschen, die Kinder in die Welt setzen, sollten die Kinder auch selbst großziehen und nicht einfach nur in die Hand irgendwelcher Nannys geben, ist meine Meinung. Natürlich gibt es Leute, die müssen arbeiten und alles, das verstehe ich auch, dann ist das eine andere Situation, aber wir haben zu dem Zeitpunkt nicht gearbeitet. Und da war mir das sehr, sehr wichtig, die ersten 2 Jahre selbst auf die Kinder aufzupassen. Doch gerade die ersten 2 Jahre, die haben es in sich. Ich glaube, wir haben denen eine schwere Zeit gegeben, weil wir auch 2 Mädchen sind und wir nur genau 1 Jahr und 2 Monate Altersunterschied haben. Und deswegen war es halt ein bisschen schwerer für Mama, weil sie hat fast so Zwillinge gehabt am Ende des Tages. Also ja, aber wenn eine geschrien halt hat die andere nicht geschrien, aber dann... Als die andere geschrien hat, hat die andere geschrien. Da ist man eigentlich als Mutter froh über jeden Tag, der dann vorübergeht. Gerade wenn sie dann mal so eine Schreiphase bekommen oder so. Und, Schlafentzug. Schlafentzug. Ich hatte 2 Jahre Schlafentzug in der Tat. Das ist das Wort. Und der Robert war dann weg, der musste nach Kitzbühel. Wir haben ein Haus umgebaut. Wir waren ja in der Baubranche drin, sind wir jetzt wieder. Das machen Väter eben so. Die bauen dann Häuser, pflanzen Bäume. Gehen arbeiten, gehen morgens ins Büro, bleiben abends vielleicht doch 1 Stunde länger. Homeoffice wäre in dem Moment natürlich ein Desaster. Ja. Die Geissens kennen eben auch die gleichen Alltagssorgen wie andere Familien. Manche Momente lassen sich erst in der Erinnerung so richtig genießen. Auch wenn dabei ein bisschen Wehmut aufkommt. Das ist schön, an so Bilder auch zu sehen. Ich hätte sie gern wieder klein. Okay, werden wir ihn heute Nachmittag sagen. Sie müssen ab jetzt wieder im Schuluniform kommen.